Ja, und dann würde ich sagen, können wir so langsam uns Richtung Spaziergang bewegen. Wir gehen heute die Reichenstraße mal wieder raus, zur Abwechslung. Dann die innere Lauenstraße, äußere Lauenstraße, Goschwitzstraße. Und dann kommen wir über die Pjanikstraße vorne auf die Steinstraße und kommen wieder hier hoch. Das ist jetzt eine nicht ganz so große Runde heute mal. Nächste Woche wird es vielleicht wieder ein bisschen länger. Für jeden Geschmack was. So. Dann würde ich sagen, ihr wisst Bescheid, grüßt die Leute freundlich, teilt ihr mit, was wir zu sagen haben mit Liebe und wünsche euch gute Vernetzung, gute Gespräche oder einfach nur genießt den Spaziergang und das Wetter und die Stadt. Uns allen einen friedlichen Spaziergang und die Mediziner sind bereit.
Ja. Mitglied des Bundestages Carsten Hilse gesehen heute. Ja, schauen wir mal, was es noch an Redebeiträgen am offenen Bürgermikrofon geben wird heute. Ich will doch nur sein. Wenn man dann am Anfang den Zug sieht und dann, wenn er hier ankommt, der wächst immer auf magische Art und Weise unterwegs. Und so dass wir also definitiv mehr waren wieder als letzte Woche, Pfingstmontag. War es mal weniger, aber es war wieder ein deutlicher Zuwachs. Wir sind noch nicht vierstellig, aber wir sind jetzt wieder in Richtung guter Weg. Und ist auch am Ende wurscht. Das gebt euch einfach mal einen Beifall. Und es ist gar nicht hoch genug anzurechnen, gerade jetzt über den Sommer. Es gibt viele Orte, wo leider die Menschen wegbleiben, wo sie lieber den Sommer eintauschen und die Ablenkung, wie es die Katrin bei Andacht sagte, gegen ja, eintauschen, eigentlich gegen dieses kleine Opfer, was zu machen, was zu zeigen, Gesicht zu zeigen, weil die Lage ist ernster denn je und wer das nicht begreift und offensichtlich begreifen es noch nicht zu viele, beziehungsweise nimmt es nicht für voll. Ja, aber der Punkt wird kommen im Herbst, da bin ich mir sicher. Es geht schon langsam los, dass das Geld knapp wird. Und da bin ich mir sicher. Und letztlich, es ist heute die 122. Woche in Folge. Und es sind mehrere hundert Menschen nach wie vor auf der Straße hier in Bautzen. Und das ist wirklich sensationell, finde ich, im Vergleich zu allen anderen. Also Bautzen ist definitiv verglichen, selbst am Landkreis, die Stadt mit prozentual der definitiv höchsten Beteiligung in Deutschland. Ja, wir kommen jetzt zum Mikrofon, machen wir es kurz. Die Regel kennt ihr eigentlich, ich sag's trotzdem mal kurz. Wir wünschen uns Beiträge, die zu den vielen Themen gehören, die dran sind gerade eben, möglichst in einer Art und Weise vorgetragen, dass man auch gut hinhören will und zuhört. Und ja, bitte keine Aufrufe zu Hass, Gewalt und Hetze und Antisemitismus. Wir bitten auch Menschen, die stark alkoholisiert sind, davon abzusehen, hier vorne auf die Bühne zu gehen. Das tut der Veranstaltung nicht gut. Ja, und dann ist das Mikrofon eröffnet und wer will, darf hochkommen.